Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Hoffentlich ist der Server noch richtig flüssig, weil vorher ist er gerade ein bisschen extremst laggy gewesen. Jo. Ich habe noch ein bisschen MF gemacht und habe diese Pollaxe gefunden. Ich weiß schon, was es ist, aber ich für euch werde ich es mal identifizieren. Ja. Die ist recht nett, habe ich immer verwendet. Zum einfach AOE haben und alles Mögliche für die Stirbcharaktere. Ja. Gut, dann gehen wir kurz noch etwas holen und das ist die passive Ding. Ich habe gemerkt, dass man die nicht nehmen sollte als erstes. Hab's weggemacht und das reingemacht und konnte das nicht mehr rausnehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit passiven zusammenhängt. Sonst muss ich nämlich das Labyrinth nochmal machen. Ja, wir müssen hier rein. Und kurz den Totenbeschwör nochmal killen. Ja, gehen wir mal. Lange Ladenzeit hat es leider auch. Oh, hier oben ist noch ein Schrein. Es sind Schrein. Dann haben wir zwei Beschwörungen. So. Also. Ich habe momentan auch das MF-Zeugs an. Ja, danke schön. Alles Mögliche kommt hier auf mich zu. So. Ich muss mich kurz konzentrieren. Ja, eben zwei Beschwörungen. Das Blitzelementar nehme ich noch. Und Lightning Golem. So. Sonst müssen wir eben das Labyrinth nochmal machen und das regt mich auf. Können die das nicht irgendwie anständig machen, damit man auch ohne irgendwelche Guides alles wissen kann? Naja. Ist halt ein paar Verfakes und da muss man immer alles nachschauen, Guides und so etwas aufsuchen. Sonst könnte ich den Bild auch gar nicht irgendwie machen im Let's Play. Da würde ich ohne eure Hilfe oder dem Hilfe von einem Forum oder so bei Guides und so ja kläglich verlieren und ja einfach Probleme haben, riesige Probleme haben. So, die Silver Coins werden wir dann auch alle einsetzen noch. Ah, muss eben wieder eine solche Trapper sein, das ist schlimm. Kann ich das mal kurz nachschauen, wie ich was sehe. Momentan ist die Latenz hier eigentlich stabil. Die Frame Time ist komisch. Ein paar Sekunden gewesen. Okay, liegt aber ja auch an den FPS, die waren auch tiefer. Also mein PC ist sehr gut. An dem liegt's nicht. Eventuell an Fraps oder. Naja, vorher waren die Latenz hoch. Und jetzt plötzlich die Frame-Time. Wieder die Frame-Time hoch. Okay. Das heißt ja eigentlich, dass es gut ist. Zu gut. So, wir müssen alle Gegner töten in diesem Gebiet. Hm.
alles weg. Mit einem Wisch ist alles weg. Der Inder. Ja. So. Wo haben wir noch Gegner? Hier. Und letzte. Noch ein Monster. Ja. Klar. Noch ein Monster. Ich glaube, es war doch dort hinten. Ja, da ist noch das Pet. Sie wird das nicht auf der Karte angezeigt. Wenn es doch einfach die Quest ist. Ah, da ist. Gut. Blödes Würmchen. So. Aha, jetzt ist die Latenz hier auch mal besser. Also, höher. Schlechter. So, dann machen wir mal Seek Property C. Schauen wir mal, Fellschrein Rings diesen Akt 2. Akt 3. Nein, ist Akt 2. Und, also da müssen wir ein Spectre töten. Okay. Ein Spectre. Hier müssen wir gegen Wellen von Riesenfarmers. In den Crossroads. Ah, nein, das ist Akt 2. Okay. Das haben wir. Ich habe hier den Haku mal rausgeschmissen, da er nur Stärkerüstungen und Stärke-Gems besitzt. Und mal die, ja, Necromancerin, die Geist da. So, dann haben wir hier einen besseren Gürtel. Hm? Schön. Ich will bewahren den noch auf. Hier habe ich noch einen neuen. Könnte den mal hier rein tun. So. Den habe ich einfach von hinten genommen. Von hier. Das ist die 15. Und hier zurück auf die 2 gemacht. Ja. So. Da sind noch die anderen Sachen zum Reintun. Gut, gut. Jetzt schauen wir mal, ob es geht. Sonst verstehe ich das nicht mehr. Ja, es geht. Also. Man braucht mindestens 2. Habe ich ja gehabt. Nun gut. So, jetzt haben wir das. 40% increased. Also erhöhte Schaden. Für jeden Typ. Wenn du einen Golem hast. Du einfach einen Golem einsetzt oder was. Matching. Ein Spiel machst du irgendwie so. Ah, jetzt ist schwierig Englisch. Dein Elementargolem ist ihm nun gegen Elementarschaden. Und... Du hast 100% erhöhte Effekt von Buffs auf deine Golems. Und ein Golems mehr. Ein Golem mehr. Können wir besitzen. Ich muss ihn aber noch holen. Den gibt es in Akt 3. In Akt 4 normal. Oben. Oder gibt es die hier? Yes. Ja, der müsste hier irgendwo sein. Stone, Lightning. Der macht Increased Attack und Cast Speed. Sehr schön. So, Dille, jetzt können wir mal noch kurz schauen. Clarity Decay, Flammability. Flame Golem, Mine Life, Summon, House Golem. Das ist es. Gut. Machen wir das auch. Und... Ja, jetzt muss ich den noch irgendwie hier
klein machen. Da mache ich mal den Ding wieder. So, da ist es. Ah, ich will euch noch kurz was zeigen. Hier oben kann man rein. Und da ist dann ein Weg. Da, ja, in den fünften Akt. Und es wird wahrscheinlich etwas mit Dschungel zu tun haben, mit Amazonen, Inseln und Waldläufer und so Sachen. So, okay, er hat nicht zu. Ding. Ich mach den mal auf Latency nur. Und ja, haben wir alles. Dann gehen wir weiter. Ich habe den Waypoint auch noch geholt hier. Den haben wir letztes Mal ja nicht gefunden gerade. Und ich habe ihn danach nicht mehr gesucht. So, oh, schau mal an. Also gar keinen Damage. So, dele. Nochmals neu. Und nehmen wir mal den Teleport. Ach, schön. Sieht alles nochmals schneller. Ah. Und nochmals ein Rockexal. Oh, kommt dies schnell viel vor. Gerade. Schön. So, sehr gut. Ja. Jetzt gehen wir weiter in Merwells Cavern. Und besiegen dort die Merwell. Da, ich höre etwas. Einen Geist. Nicht? Doch, hier ist er. Nein, nicht verschwinden. Du Pissnelke. Hm. So eine Angsthase. Nun gut. So geil, wenn alles so schnell ist. Boom, boom, boom. Shotgun. Pain. So, jetzt haben wir gleich dann die Dexterity. Ja, noch nicht ganz. Wir machen zuerst. Moment kurz. Es ist schon wichtiger. Ja, ja. Dexter ist das Wichtige. Weil hier ist Mana. Hab ich da entdeckt. Und recht viel. 22% ist eins und dann noch weniger. Skillkosten. Ich kann immer wieder Mana saufen, also so viel Mana verliere ich noch nicht, also müsst ihr nicht so viel saufen, damit Mana Flask dann nicht mehr so aktiv ist. Ist eigentlich immer aktiv, weil ich wenig saufen muss. So. Ja, jetzt gibt es noch größere, also mehr. Gott, oh Gott. Danke schön. So was von cool spielbar. Es macht wirklich Spaß, den zu spielen. So, für jeden Ego-Shooter-Fan ist das ein Muss. Einmal gespielt zu haben. Auf hohem Level. Und scheinbar ist er auch gegen die Übers mächtig. Gegen die Atlas-Bosse. Sonst machen wir halt einen Havelin Blades.
Bild. Dann ist es easy. Und den Pushy, also den mache ich offscreen dann oder im Livestream. Ja. Ich muss wieder ein bisschen fitter werden. Ich bin eben krank noch, also wahrscheinlich eine Grippe oder eine Erkältung, eine schwere. Und da kann ich noch nicht so den ganzen Tag livestreamen oder so. Ich möchte schon längere Zeit livestreamen, damit einfach die Bindung ein bisschen kommt. Weil durch Videos, ich habe einfach so das Gefühl, die Videos von den meisten Leuten hier auf YouTube sind umsonst da fast. Ja, es ist leider so, dass die nicht so bekannten, vor allem die nicht so guten, nicht so viel Erfolg haben. Es aber trotzdem versuchen und das natürlich für die anderen dann auch irgendwie schlimmer wird. Sich gegenseitig irgendwie so ein bisschen kaputt machen. Aber eben, ich bin ja anders als die meisten. Oh, ein Chainbelt mehr haben sie nicht. Jetzt will ich noch kurz schauen, was die Karte ist. 2 Stone Ring, okay. Oh, eine Crystal Wand. So, den haben wir auch. Was bedeutet das jetzt? Inner Treasure. Hat irgendwas mit innen drin zu tun, dass er nochmals droppt oder so. Ah, das ist der Stab. Eclipse Solaris. Der Name ist cool, aber ist mega schwach. Für was Lightning Radius? Also ich habe noch nie Probleme mit der Dunkelheit in diesem Spiel gehabt. Diese Blinden. Okay, in der Nähe. Ist für vielleicht ein Crit-Charakter, der langsam ist. Gut. Dann kann er nämlich ja eher Nahkämpfer, aber einer, der einfach zum Gegner muss, oder? Flicker Strike oder so. Wäre cool. Immer Kriten. Ist nicht schlecht. Ich finde die so süß, die 2 Golems. Wenn ich 2 habe, ist viel cooler als einer. Ich muss gar nicht mehr ausweichen, ich habe so viele Resistenzen. Ah, der beschwört noch einen anderen. Ah, das ist einfach ein Konstrukt. Sah so aus wie eine kleine Merbel. So, komm. Hopp, hopp, draufhalten. Ja, du Feigling. Ich finde der Burn Damage extrem stark. So extrem stark geworden, dass. Ja, richtig fett Damage macht. Also sowas so geil. Gut, dann haben wir das auch. Jetzt sind wir in Akt 2. Und. Hier geht's nach unten. Oh nein, es geht nach oben. Rechts. Gut. Die Leiche in dem Kontinent, habe ich nur verstanden. Wahrscheinlich von Marvel mit Versickern im Kontinent oder was hat sie gesagt? Ich habe gar nicht gerade so drauf geachtet. So, und hauen ab und da. Jaffen, hauen ab.
Immer abbauen, abbauen. Es ist so easy geworden, hier durchzurennen, weil ich so viel AOE habe. Ohne mal die Kristalle zu haben. Und sogar mit Concentrated Effect habe ich genug Reichweite AOE. Oh, was ist das? Oh, heftig. Die Effekte sind schon gut. So ein schneller Affe auf mich zukommt. Und so wie ein Kettenblitz hat es ausgesehen. Ja, Ball of Lightning ist auch ein cooler Zauber, aber viel zu langsam für mich. So, wir haben alles gut. Keine Chance. Hopp, hopp. Mehr Affen. Alle weg. So, dille. Ja, süß. Ein Helios Orb. Gut. Und jetzt ist der Ausgang hoffentlich bald. Ist langweilig. Beziehungsweise es passiert einfach zu wenig. Langweilig ist das Spiel eigentlich nie aus, es ist eintönig. Man muss immer das gleiche Gebiet machen oder so. Ich bin müde. So. Da habe ich einen schweren Tag hinter mir. Gut, das haben wir gefunden. Psst, 435 Mana. Ja, ist nicht für uns. Nix. Cheius. Ja. Brauche ich so viel Life Regeneration? Ja. Ja, sicher. Nun gut. So, der. Da, da, da. Das, 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 das. Und wieder hier rein. Schieben. Alles, die wir schon haben. 6 haben wir gesagt. Ja. Und wo haben die Scrolls, Karten hingetan? So. Gut, dann gehen wir noch ein bisschen hier rein. Habe ich die? Ja, ich habe sie, glaube ich, gemacht. Die Tagesquest. Der beiden. Ja, ich denke schon. Komm, wir holen noch kurz das Waypoint. Weil das schon relativ wichtig ist für den späteren Akt 2. Blöde. Fiepern. So. Ja, haben wir schon. Möchte ich habe noch ein Ding finden. Essence Schrein. Also Essence Gegner. Das habe ich von einem anderen Spiel, die Essence Schrein. Hab keine Ahnung. Aber ich sag's einfach immer. 10 aus wie Schreine. Sie so statuenartig dort sind. Ah, da ist einer. Ich will jetzt wieder mal neue finden, aber wahrscheinlich werden neue erst
hinzugefügt. Oder kommen erst später. Es kommen wahrscheinlich nur stärkere. Naja. Aber wieder mal etwas, was seine Kisten füllt. Einfach mal die Kisten füllen. Ja, das sind halt so Entwickler, die wollen die ganze Zeit, dass man irgendwas Geld ausgibt. Denen schert's nicht, ob man es bereut. Schon wieder. Immer die gleichen. Ja, heil doch schnell. Ich wäre fast gestorben. Die machen fett Damage, diese roten Teile. Oh. Fast ein 5 linket, aber nur fast. Und gut, come out, Bow. Ich nehm's nicht. Wir finden genug da. Ein Bogen brauche ich nicht. Ein Stab, bitte. 5 Linket. 6 Linket geht hier gar noch nicht. Denke ich mal. Könnte schon sein, dass es geht, aber so selten, dass es so fast nichts bringt. Also. Ja, schon bringt, aber. Ich denke einfach, dann auch ein Mist wird, wenn es weiß ist. Siege-Balliste. Nehmen wir nicht mit. Das ist ein Knorz, bis der hoch genug ist. Und auch mal was reißt. Eine Belagerungsballiste. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ist jetzt halt ein bisschen, ja, eventuell müde, ja, Part, aber ich kann da am Morgen nicht die ganze Zeit Regnum aufnehmen und dann noch ein paar verwechseln. Dann wäre ich noch müde. So, ich hoffe, ich werde bald wieder gesund. Auf jeden Fall. Dann bin ich ja immer fit. So, Dankeschön und tschüss. Bis zum nächsten Part. Euer Dragobastard. Auf Wiedersehen.